Hey Leute, hier ist der Thorsten und heute gibt es mal wieder ein kleines Infovideo, so ein paar News und einfach, dass ihr mal wieder auf dem aktuellen Stand seid. Und ich möchte euch einfach ein bisschen sagen, was ich so geplant habe auf dem Kanal, was so momentan bei mir los ist und so weiter. Und dann bekommt ihr da so einen kleinen Einblick. Erst einmal frohe Ostern natürlich auch noch. Und ich habe mir natürlich ein paar Notizen gemacht jetzt zu dem Ganzen, denn sonst habe ich die Hälfte doch wieder vergessen. Und da fangen wir auch direkt mal an. Das Erste, was ich sagen will, ist, dass ich meinen Shop umgebaut habe. Also meine Webseite, mein Shop, der läuft jetzt mit Digistore24. Das ist ein Zahlungsanbieter und ein Abwicklungsunternehmen. Und das hat viele Vorteile, sowohl für mich als auch für euch. Eure Vorteile sind zum Beispiel, dass ihr jetzt auch außerhalb von Deutschland bestellen könnt. Also zum Beispiel das Fotografie-Grundlagen-E-Book oder die Videotrainings oder die Presets und so weiter, die konnten vorher nur in Deutschland bestellt werden. Und da habe ich immer viele E-Mails bekommen, wie man das denn anders auch machen kann. Und durch Digistore24 geht das eben jetzt. Also das ist auf jeden Fall ein Riesenvorteil. Und was auch ein Vorteil ist, es gibt jetzt mehr Zahlungsmöglichkeiten. Also neben PayPal und Überweisung gibt es jetzt auch Kreditkarte, Sofortüberweisung, SEPA-Lastschrift. Und das ist natürlich auf jeden Fall schon mal sehr gut. Aktuell gibt es eine Aktion im Shop mit dem Gutscheincode OSTERN10, spart ihr 10%. Und dieser Gutscheincode ist auf alle Produkte gültig, außer das E-Book, das Fotografie-Grundlagen-E-Book. Denn das ist aktuell eh schon reduziert. Und dann ist der Gutscheincode nicht gültig für das Fotografie-Grundlagen-Buch. Denn da ist die Kalkulation schon sehr, sehr knapp. Und inklusive Versand und so weiter, da kann ich leider keinen Gutschein mehr draufpacken. Und übrigens, Fotografie-Grundlagen-Buch, falls ihr daran Interesse habt, dann schaut auf jeden Fall demnächst vorbei, denn es sind aktuell noch ca. 20 Stück da und ich weiß noch nicht genau, ob ich wirklich neue wieder drucken lasse und so weiter. Ich weiß auch nicht, wann ich die drucken lasse, falls überhaupt, wie gesagt. Also ich bin mir da noch nicht sicher. Also wenn ihr so ein Buch wollt, dann schaut am besten jetzt bald rein. Sonst kann es sein, dass sie wirklich weg sind. Ja, dann habe ich auch noch geplant, meine Webseite weiter umzubauen. Ich möchte auch so eine Art Equipment-Seite da einfügen, dass ihr einfach seht, welches Equipment ich benutze. Zum Beispiel für Fotografie, für Videos, welche Software ich nutze und so weiter. Und in Sachen Equipment werde ich in Zukunft auch noch ein paar weitere Videos machen. Ich habe zum Beispiel jetzt aktuell gerade eine neue Kamera gekauft, und zwar die Canon G7X Mark II. Das ist eine schöne, kleine, handliche Kamera. Und ja, für mich ist es einfach mittlerweile irgendwie ein bisschen blöd, so eine große Kamera mitzuschleppen immer. Vor allem, weil ich mittlerweile auch sehr viel Interesse an Street-Fotografie und an so Städte-Fotografie habe und so weiter. Wer mir bei Instagram folgt, der hat das ja schon gesehen und hat auch schon Bilder da gesehen aus Paris und so weiter. Und da möchte ich auf jeden Fall mehr machen. Da kommen wir eigentlich auch schon zum nächsten Punkt. Was habe ich so für den Kanal geplant? Also die Porträts, das ja, habe ich mittlerweile nicht mehr so viel Interesse dran. Ich mache zwar noch Porträtshootings ab und zu, aber die Bilder kann ich dann auch nicht unbedingt zeigen oder so. Und wenn das Wetter jetzt besser wird mal, dann kann es auch sein, dass ich mal wieder ein Porträtshooting mache und wieder ein Behind-the-Scenes-Video mache und so weiter. Aber erstmal, mein Interesse liegt eher momentan wirklich an so Street-Fotografie und in Städten, vielleicht auch ein bisschen Landschaft. Und dazu ist diese kleine Kamera wirklich sehr gut geeignet, denke ich. Also ich habe selbst noch nicht viel damit gemacht. Ich werde dann auch ein Video dazu machen, wenn ich sie mal getestet habe und ein bisschen ausprobiert habe und so weiter. Und ich werde auch ein Video machen, warum ich mich für diese Kamera entschieden habe. Wie ich eigentlich vorgegangen bin beim Kamerakauf. Also welche Kriterien ich da gecheckt habe und so weiter und so fort. Ich denke, das kann auch vielen Leuten helfen, wenn man auf der Suche nach einer Kamera ist, dass man einfach meine Vorgehensweise mal kennt und dann kann man da vielleicht was für sich selbst rausziehen. Also, wie gesagt, es geht ein bisschen in eine andere Richtung. Porträts ist vielleicht eher nur noch im Hintergrund oder ein bisschen nebenbei. Und wie das alles wird und so weiter, das muss man alles sehen. Ich habe ja auch mittlerweile
recht wenig Zeit für alles. Und diese wenige Zeit will ich dann halt eben auch gut nutzen. Ich will auch die Qualität im Endeffekt von den Videos verbessern. Also ich habe jetzt zum Beispiel gerade eben noch, 2 Stunden oder so nur am Tonen hier rumprobiert. Also ich hatte dieses Video eigentlich schon aufgenommen und dann habe ich gemerkt, der Ton ist wirklich nicht so gut. Und der war auch in den letzten Videos vielleicht, in den letzten Videos, in denen man mich sieht. Die Screencasts sind ja okay. Aber in den Videos, in denen man mich sieht, ist der Ton nicht so gut. Und da habe ich jetzt, wie gesagt, 2 Stunden rumprobiert und ich hoffe, er ist jetzt besser und dass ich da in Zukunft auch einfach noch ein bisschen mehr auf die Qualität achte, auch die Bildqualität. Ich gucke auch mal nach 4K. Bei Screencasts werde ich das vielleicht wirklich schon demnächst anfangen. Ich habe da gestern so ein paar Sachen ausprobiert, dass ich Screencasts in 4K hochladen kann. Da muss ich dann einfach mal gucken, wie das weitergeht. Ah ja, jetzt ist mein Akku leer vom iPad. Super. Also diese Videos brauchen natürlich alle Zeit zum Erstellen. Das ist ja nicht so, dass ich ein Video von 10 Minuten auch in 10 Minuten erstellt habe. Das dauert ja, man muss das aufnehmen, man muss das schneiden. Vielleicht findet man noch irgendwelche Fehler. Man muss das zweimal aufnehmen oder neu aufnehmen und wie auch immer. Und dann auch diese ganzen Tests jetzt mit Ton zum Beispiel oder 4K-Sachen. Das wird ja einiges an Zeit kosten, natürlich das alles auszuprobieren. Deshalb freue ich mich natürlich immer über eure Unterstützung. Und ihr könnt mich natürlich unterstützen, indem ihr euren Adblocker ausschaltet, falls ihr sowas anhabt, also damit die Werbung blockiert wird. Wenn ihr den ausschaltet und dann meine Videos guckt, dann unterstützt das auf jeden Fall den Kanal. Dann könnt ihr natürlich Produkte in meinem Shop kaufen, das Fotografie-Grundlagen-E-Book, das Buch, die Videotrainings, die Presets, egal was, das unterstützt das natürlich auch alles. Und es gibt immer Amazon-Links von mir, die ich zum Beispiel in der Videobeschreibung reinpacke oder so. Wenn ihr darüber was bestellt, egal was das ist, dann bekomme ich da auch ein bisschen Provision. Das sind dann ein paar Euro, je nachdem, was ihr bestellt. Ihr bezahlt aber keinen Cent mehr. Und ich sehe auch nicht, wer was bestellt oder so. Also keine Sorge. Das trägt dann natürlich auch dazu bei, dass der Kanal unterstützt wird. Und ich habe ja auch vor kurzem die 25.000 Abonnenten geknackt. Also vielen, vielen, vielen Dank auch dafür. Das freut mich wirklich sehr, dass euch das alles so gut gefällt. Und ich freue mich natürlich auch immer über euer Feedback, dass ihr was gelernt habt und so weiter. Und Daumen nach oben. Und dann kann ich auch einfach besser abschätzen, welche Videos ihr sehen wollt und so weiter. Also das auf jeden Fall auch immer super. Und vielen Dank dafür. Das motiviert mich dann auch immer weiterzumachen. Ja, es sieht so aus, als ob ich alles angesprochen hätte, was ich ansprechen wollte. Und schreibt mir auch gerne euer Feedback in die Kommentare. Was haltet ihr davon, jetzt diese Richtung, die ich jetzt so ein bisschen eingeschlagen habe? Also ich habe da wirklich sehr viel Lust drauf, mit dieser kleinen Kamera Bilder zu machen. Einfach nicht mehr so ein großes Teil da mitschleppen und so weiter. Gerade auch für Street-Fotografie und so. Und ich bin gespannt, was daraus wird. Ich hoffe, das klappt alles zeitlich, weil ich würde mich wirklich sehr darüber freuen. Also wie gesagt, schreibt mir euer Feedback in die Kommentare und wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, klickt auf Abonnieren, dann verpasst ihr auch in Zukunft keine neuen Videos mehr zu den Themen Fotografie und Bildbearbeitung. Und dann sage ich jetzt vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für eure Unterstützung und vielen Dank für die über 25.000 Abonnenten. Bis zum nächsten Mal. Ciao.